Hey, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute bei der Firma Riss Car Wrapping und White Body. Ja, wir zerschneiden heute meinen 3 Jahre alten Golf. Das macht dieser gute Mann. Hallo. Wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir jetzt? Also wir zeichnen hier alles an, was wir rausschneiden müssen. Mhm. Also quasi hier laut Oettinger Zentimeter drüber und hier auslaufen lassen. Ne? Dann schneiden wir das alles ab und danach schweißen. Versiegeln und dann können die Radlaufverbreitungen wieder draufgeklebt werden. Als ganz normale Luftsäge mit Rosserieblatt für Metall. Jetzt haben wir nachgeschnitten, jetzt machen wir das hier ein bisschen entgraten, die Kanten, nur ein bisschen begradigen und dann machen wir uns an das Blech. So. Hier ist jetzt einmal komplett alles auf. Habt ihr ja gerade gesehen, wurde noch einmal angeschliffen, auch damit wir jetzt gleich halt schweißen können. Da wurde schon einfach so ein Stück Blech hier quasi angefertigt. Das wird jetzt rein gemacht. Das ist die Heizung wieder angegangen. Es wird dann einfach rein gemacht, vernünftig verschweißt. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze so wird. Du auch? Mhm. Aber cool. Es ist wirklich, wirklich ein komisches Gefühl, jetzt das Auto so zu sehen, weil jetzt halt wirklich zu spät, ne? Also, jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es kaputt. Jetzt kann man es nur noch wieder schön machen. Aber es wird schön, das weiß ich. Und da freue ich mich auch mega drauf. Ihr macht ja auch sonst normalerweise Kotflügel und sowas zum Beispiel, ne? Aus Metallverbreitern. Ich habe das beim Kumpel gesehen, in Rot Fiat Fabia habt ihr die Kotflügel gemacht. Ach so, ja, aber ist schon ein bisschen länger her. Ja, ist schon ein bisschen her, aber das sieht nicht. Hätte er mir das nicht gesagt, das wäre gar nicht aufgefallen. Er wollte auch nicht so extrem machen, glaube ich, so dezent. Mhm. 2 cm oder so. Tun wir das jetzt, damit da keine Schweißperlen und sowas, ne, an die Lack kommen? Genau. Damit die Schweißperlen nicht nachher in der Scheibe landen, sonst brennt sich da sofort rein. Mhm. Und auch allgemein wegen Lack. Geht das auch, geht auch anders mit Schweißer Decke, aber ich finde so. Ja. Braucht gar keinen Oettinger Bodykit, ich war einfach so. Jetzt fixieren wir das hier so mit Magneten, so als Hilfe, damit das Blech nicht runterfällt. Mhm. Und schon ist das fertig. Und so fahren. Perfekt. So, jetzt können wir das hier alles ausrichten, so wie wir das brauchen. Jetzt ist das Ganze hier fixiert, kann auch nicht weg. Jetzt können wir eigentlich loslegen und das Ganze verschweißen. Okay. Wollen wir loslegen? Bitte, ja. So, ich schweiße erstmal ohne Schirm zum Fixieren und dann nehme ich den Schweißerschirm. Okay. So. Jetzt mal alle reingucken. Ich glaube, ich sollte meine Alusjacke ausziehen, wenn da ein Funke drauf kommt. Bist du der Erste, der brennt? Dann ist Baustelle. Ja, Feuerlöscher hier, nee. Ja, aber das Problem ist, die Jacken gibt es nicht mehr.
Ach so, das ist schlimmer, ja? Ja, wirklich. Nicht mehr. Wir klopfen jetzt das Blech ein bisschen an, damit halt die ganzen Spaltmasse hier besser geschlossen sind. Ne, sowas hier. So. Und jetzt können wir anfangen von außen zu fixieren. So, hier ist jetzt einmal alles angepunktet. Was ist jetzt der nächste Schritt? Also wir werden jetzt hier schweißen, nicht durchschweißen, sondern punkten. Dadurch, dass wir die Innenverkleidung nicht ausgebaut haben, besteht das Gefahr, dass das Ding anfängt zu brennen. Deswegen müssen wir langsam punkten, abkühlen lassen, damit nichts passiert. Ja, das werden wir jetzt machen und wenn es halt fertig durchgeschweißt ist, werden wir das Ganze abschleifen. Und dann sind wir durch. Wenn du Niete ziehst, dann ist das gut. Aber halt, wenn du punktest, durch dieses, weil es ist halt. Kannst du nicht so gut sehen. Zum Durchschweißen ist. Schweißschirm ist ganz gut, aber Punkten ist lieber so. Man sieht es. Von außen einmal alles durchgepunktet. Macht man das immer so, dass man immer einzelne Punkte setzt? Oder, ja, besser ist das, dann verzieht sich das Blech nicht so extrem, wenn man punkten tut. Ne? Man punktet immer hier, dann 10 cm weiter ungefähr. Mhm. Immer so ein bisschen versetzt, damit das Blech sich nicht so erhitzt und nicht so verzieht. Ne? Und in dem Fall haben wir auch nicht die Hitze, da kann dann nichts passieren, kann nichts brennen. Also besser ist das. Ja. Bin gespannt. Und jetzt noch jetzt ein bisschen abkühlen lassen und dann von... Genau. Und dann einmal von innen. Bisschen komplizierter. Und dafür nehmen wir den Schweißschirm. Sehr gut. Gut geworden. Könnt ihr das sehen, ja, ne? Ist echt saubere Arbeit, war die richtige Entscheidung hierher zu kommen. Vielleicht machst du sowas bald öfters. Kein Problem. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Jetzt wissen wir, wie es geht, genau. Genau. Das erste Mal immer das Schwierigste. Ja, aber ist doch sehr gut. Und du würdest jetzt sagen, dass wir die Verkleidung nicht abgebaut haben, lag an mir, weil ich keine Lust hatte. Und, er hat gesagt, mach die Verkleidung ab. Ich habe gesagt, wenn es so geht, dann lass uns das so machen. Weil jetzt aktuell mache ich mir halt immer wieder so ein bisschen Zeitdruck. Aber du würdest sagen, rein theoretisch, alles raus und dann von innen auch nochmal so ein bisschen versiegeln mit Wachs oder so. Ne? Genau, ich würde das jetzt hier von außen grundieren. Ja. Abkleben, bisschen Boje drauf sprühen
ne, und eventuell mal ein bisschen anlackieren, damit du halt diesen Korrosionsschutz hast. Und wenn du mal später alles ausgebaut hast, kannst du von ihnen Wachs reinsprühen. Mhm. Dann ist das wie original. Dann sehr hast gut. du auch guten Korrosionsschutz. Mhm. Perfekt. Dann würde ich sagen, danke dir. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Wie geht es jetzt weiter eigentlich? Die nächsten Schritte sind jetzt, das Ding geht einmal zu Danny nach Hamburg ins Schrammwerk. Was da passiert, Leute, brutal. Werdet ihr nicht mit rechnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.